Okay, fighters on the roof, listen to my commands all the time. When I say stop, we stop. Touch loss. Go back to corners. Der Moment, auf den wir gewartet haben. Lukasz Bosacki. Es gibt keinen besseren Referee hier in Europa für dieses Duell. Michael Smolik aus dem Fight Club Gelsenkirchen mit der roten Hose in der roten Ecke. Ihm gegenüber Stas Stanislav Romanov. Hat einen brachialen Stil im Cage, aber außerhalb des Oktagons ein äußerst intelligenter Mann, das haben wir gestern erfahren. Los geht's in der Halbschwergewichtsdivision der German MMA Championship. Ja, die Spannung liegt in der Luft. Man kann sie fast schon mit einem Messer schneiden und da trifft Michael Smolik auch direkt mit einer linken. Front Leg Side Kick von Smolik, der wuchtiger wirkt als zuletzt gegen Edilson Franca, der viel Krafttraining gemacht hat, körperlich kräftiger aussieht. Gute Jabs, gute Kombination von Smolik. Und Romanov hat hier im Vorfeld schon erwähnt, er trainiert in Mike's Gym in den Niederlanden mit Kickbox-Legenden wie Badr Hari, Alistair Overeem, Gökhan Saki, Melvin Manov und wie sie alle heißen. Aber bislang ist Michael Smolik deutlich überlegen im Stand. Er hat ein hohes Maß an Agilität, der Mann aus Crailsheim. Für seine Größe unfassbar schnell, gefährliche Drehkicks, schnelle, flinke Hände, eminente Explosivität. Oh. Bodykick von Smolik. Bisher keinerlei Anstalten von Romanov, das Geschehen auf den Boden zu verlagern. Steht sehr aufrecht. Bleibt im Stand gegen Smolik, der schneller wirkt, der wuchtiger wirkt. Der erste kleine Cut über dem rechten Auge, über der Augenbraue von Romanov. Smolik währenddessen sehr offen. Steht hier so ein bisschen in seinem bekannten Taekwondo-Stil, sehr beweglich. In der Rechtsauslage, jetzt der Clinch. Romanov versucht nach vorne zu schieben. Und wir erinnern uns, wir hatten ja mit Michael Smolik gesprochen im Vorfeld und er sagte, er will das Ding gewinnen durch Submission. Sieht danach aus, als ob er das Ding tatsächlich auf den Boden bringt. Jetzt bin ich ganz gespannt. Full Mount, Smolik in der Position, in der er auch gegen Edilson Franca war, aber den Sargnagel nicht einschlagen konnte. Macht sich schwer, nimmt sich alle Zeit der Welt, hat die Position gesichert, hat die Hände befreit. Und jetzt gibt es das Ground and Pound. Hat hier alle Zeit der Welt. Über 3 Minuten auf der Uhr. Und Romanov dreht ihm den Rücken zu. Da könnte der Rear-Naked Choke kommen auf der rechten Seite, aber Smolik bricht erstmal ab, feuert weiter los. Hooks sind drin, rechts und links. Smolik hat alle Optionen, entscheidet sich fürs Ground and Pound, lässt den Würger noch nicht einrasten. Auf der rechten Seite merkt man immer wieder, er versucht, die Hand dann durchzuschieben und an den Hals zu kommen. Vor Romanov, der verteidigt bislang gut, hat beide Hände hochgezogen. Dritter Kampf im Jahr 2022 für Michael Smolik. Koray Cengiz im Juni besiegt, dann die erste Niederlage gegen Franca. Wütende Aktionen hier von Michael Smolik, der will es hier beweisen. Bound. Und da geht die Hand tatsächlich drunter. Und das Kinn versucht den Rear-Naked Choke. Und das ist es! Er holt sich den Sieg hier tatsächlich durch Submission, wie angekündigt. Wahnsinn, Michael Smolik! Michael Smolik! Straf die Kritiker lügen. Glanzleistung, Gala-Vorstellung. Wie erwartet, muss man allerdings sagen, hier der Sieg gegen einen Gegner, der kurzfristig eingesprungen ist. So, meine Damen und Herren, Applaus nochmal für die beiden Fighter! Der Kampf endete nach 2 Minuten 42 Sekunden in der ersten Runde. Somit Sieger durch Aufgabe Michael Smolik! This world you came to conquer. You gave it.